Verhalte die Stuten und Staatsbild Leistungsstuten. Sie werden es kaum finden. An die Spitze haben wir eine ganz verdiente Stute gestellt, die Nummer 109. Aus der Zucht von Familie Feser, Kinderzahn, Bartleshof. Das ist nicht nur der Bart in Ostholz, sondern das ist ein Bartholomäus, wenn man das ganz ausspricht. Der Bartleshof in der Mutterhalle in Kinderzahn. Wir abgestellt uns hier die Leistungsstute AIDA vor, die auch wirklich eine tolle Leistungsstute gemacht hatte mit 7,98, wie Sie im Katalog lesen können. Die Donnergrollstute, die 16 Jahre alt ist, zeigt sich heute in glänzender Form, verkörpert den Typ eines Schwarzwälders und einer Schwarzwälderin, müssen wir jetzt sagen, in bester Weise. Wir konnten sie hier mit einer sehr guten Note im Typ und im Körperbau auszeichnen. Sie zeigt uns einen ziemlich guten Schritt. Der Trab war ihr Höhepunkt in der Bewegung. Und, Entschuldigung, der Schritt war der Höhepunkt in der Bewegung. Der Trab ziemlich gut, der war hier leider etwas laufend. Da hätte uns noch etwas mehr Schub, oder hätte uns mehr Schub gewünscht. Aber insgesamt eine Stute, die in der Harmonie überzeugt. Eine gute Vertreterin ihrer Klasse. Herzlichen Glückwunsch. An die zweite Stelle konnten wir die Elite-Stute Moni stellen. Ein neuer Titel, den wir bekommen haben. Elite-Stute und Staatsprämienstute und Leistungsstute. Die Moni als eine alte Moritz-Tochter ist mittlerweile schon 21 Jahre alt. Also ein würdiges Pferdealter und sie zeigt sich immer noch frisch, sehr gut im Körperbau genutzt, im Schritt und im Trab ebenfalls gut gezeigt. Wir wissen, dass ältere Pferde, so geht es mir selbst ja auch als Rentner, im Fundament Schwierigkeiten bekommen können und das hat sie nun auch ein bisschen. Aber sie vertritt auch hier wieder das Bild des Schwarzwälders. Ich möchte fast sagen, einwandfrei. Wir freuen uns, dass die Familie Walter uns wieder ein solches gutes Pferd vorgestellt hat. Herzlichen Glückwunsch. An der dritten Stelle steht die Staatsprämienstute Emily aus der Zucht von Wilhelm Puri, Bayer Toni Hof in Kolnau-Kohlenbach. Hier gilt eigentlich das Gleiche, was wir bei den vorhergehenden Stuten gesagt haben. Diese Staatsprämienstute von Feldsee, natürlich der Retter ist auch wieder dabei, und den Merkur sehen wir im Abstammungsnachweis. Wir sehen bei diesen drei Stuten die unsere Elitehengste alle. Die Nummer 80 können wir nicht aufgeben. Dann versteht es nicht, wird es besser. Versteht es, wird es besser. Gut, also. Ja, diese 9-jährigen leistungsprüfenden Stuten, die Frau Gräber wird gleich die Schleifen verteilen. Und ich darf schon das Ergebnis bekannt machen. Wir haben hier in dieser Klasse die Nummer 81. Das ist die Staatsprämienstute Paloma im Besitz von Arnold und Karina Schütz in Villingen-Schwenning. Herr Schütz ist jetzt aber angekommen, gell? Gut. Eine Tochter des Wildhüter, also Mutter von Donnergroll. Bei dieser Stute brauche ich gar nicht allzu viel sagen. Sie ist hervorragend leistungsgebrüht und vom Exterieur her passt einfach alles. Toller Typ, im Körper harmonisch, in den Bewegungen gut. Wie gesagt, eine ganz wertvolle Stute. Sie hat ja bisher zwei Fohlen. Da können wir denken, dass es noch mehr werden, Herr Schütz. Ja? Gut. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Und dann geht es weiter mit der Nummer 79, die
1b-Stute. Staatsfreiwilligenstudie Inka von Friedrich Buderer gezogen und auch im Besitz. Meine Tochter des links des Vogt aus einer Mutter von Feldsee. Eine Studie, die schon einfach, man sieht es auch bei manchen Studien, ich habe den Suchfortschritt, die das mehr Größe bringt, die gut leistungsgeprüft ist, die korrekte Proportionen hat. Natürlich, bei manchen könnte vielleicht der Charme etwas mütterlicher sein. Sie wendet sich jetzt dagegen. Trotz allem ein 1b-Preis, ein ganz verdienter 1b-Preis. Und wir sehen die beiden 1a und 1b-Stufen nachher gleich im Anschluss an diesen Ring. So, dann habe ich noch etwas Erfreuliches zu berichten. In Neustadt mit seiner Studie Fabienne. Ich war schon neugierig bei manchen Namen zu dieser Sänger. Aber bei uns dann doch noch was. Sie wurde heute als Staatsfreiwilligenstudie auserkoren. Sie hat noch etwas zugelegt nach dem letzten Maß, das sie hatte. Und sie hat uns die Grundanforderungen an diese Staatsfreiwilligenstudie, dieses Prädikat, voll erfüllt. Und wir freuen uns mit Ihnen darüber und sagen herzlichen Glückwunsch. Und danken auch Ihnen, den anderen, für den Auftrieb heute in Sankt Märgen. Vielen Dank. Die 1a und 1b-Stuten aus dem Ring bleiben gleich da. Und die anderen kommen noch dazu. Thank you.